Die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten beschäftigt uns Menschen schon seit über 100 Jahren. In den 50er Jahren wurde Stanley Miller mit seinen Experimenten zur Bildung organischer Moleküle, also der Nachbildung der sogenannten Ursuppe, weltberühmt. Heute ist die Forschung über den Ursprung unseres Lebens schon ein ganzes Stück weiter. Eine Wissenschaftlerin, die diese Suche zu ihrem Forschungsgegenstand gemacht hat, ist Professor Dr. Petra Schwille. Sie ist Biophysikerin und Direktorin der Abteilung Zelluläre und Molekulare Biophysik am Max-Planck-Institut für Biochemie. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Hallo Petra, schön, dass du da bist und uns von deinem Aha-Moment erzählst. Gerne. Du beschäftigst dich ja ganz vereinfacht ausgedrückt mit der Entstehung des Lebens. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was ist denn überhaupt Leben? Ja, das würde ich gerne. Ich kann es aber gar nicht so gut, weil niemand genau weiß, was Leben ist. Also wenn man genau sagen will, was es denn ist, da tut man sich schwer. Man fängt an, Eigenschaften aufzuzählen, die das Leben haben will oder soll. Nämlich, dass es sich vervielfältigt, dass es einen Energieaustausch gibt mit der Umgebung. Es gibt die Theorie, dass das Leben auf jeden Fall immer zellulär sein muss. Also die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens. Aber warum ist es dann überhaupt so schwierig zu sagen, was Leben ist? Weil wir wissen ja, wie so eine Zelle aufgebaut ist, oder nicht? Das wissen wir. Das heißt, im Prinzip wissen wir es. Es gibt so viele verschiedene Zellen und alle kennen wir nicht. Aber wir kennen natürlich unsere Körperzellen, die menschlichen oder tierischen Zellen. Die sind sehr kompliziert, bestehen aus sehr vielen Untereinheiten und sind garantiert das Komplizierteste, wenn man es denn bauen wollte. Und es muss ja mal, davon gehen wir aus, denn Leben gibt es schon seit vielen Milliarden Jahren auf der Erde, es muss einfach eine Zelle gegeben haben, die sehr viel einfacher war als diese hier. Auch Bakterienzellen heute sind sehr viel einfacher. Und was wir versuchen, ist, die einfachste mögliche Zelle zu bauen. Aha, das heißt, du beschäftigst dich mit dem Nachbau eines einfachen biologischen Systems. Genau, so einfach wie es geht. Okay, ich glaube, um das zu verstehen, braucht man erstmal noch ein paar Hintergrundinfos. Welches System ist das jetzt genau und wie gehst du davor? Wir versuchen jetzt erstmal so eine Art Bakterienzelle nachzubauen. Und dazu brauchen wir natürlich verschiedene Bestandteile. Einmal eine Hülle, also das ist meistens aus Fettsäuren aufgebaut, eine sogenannte Membran. Und dann brauchen wir, genau, das ist dies hier außen und das hat im Grunde die Bakterienzelle auch. Und dann hat sie vor allem eine ganz große Vielzahl von sogenannten Proteinen, also Eiweißen, und die machen eigentlich das Leben aus. Die Proteine erlauben es, Energie aus der Umgebung aufzunehmen, entweder durch Nährstoffe oder durch Sonne, und dann diese Energie zu nutzen, um sich selbst zu organisieren und dann das zu tun, was wir eigentlich bauen wollen, nämlich sich sozusagen die Zelle dazu zu bringen, sich zu teilen. Und du hast uns ja auch solche Proteine mitgebracht. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass viele Proteine in Fleisch und in Eiern enthalten sind. Aber was genau die Proteine in unserem Körper machen und warum wir davon überhaupt so viele brauchen, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Was machen die bei uns im Körper? Die Proteine sind eigentlich die eigentlichen Täter in der Zelle. Also die, die wirklich alles machen, die alles am Laufen halten. Also das sind die Moleküle, die in der Lage sind, Energie aufzunehmen und umzusetzen, um damit Strukturen zu bauen, also neue Zellen aufzubauen oder die Zelle zu verformen, zu teilen. Und das ist genau der Prozess, der uns interessiert. Wie kann es denn passieren, dass eine Zelle sich sozusagen aus sich selbst heraus teilt? Ich glaube, du hast uns dazu auch ein Video mitgebracht, da kann man es vielleicht genau erklären. Hier auf der rechten Seite sieht man das, da gehen diese Proteine im Grunde immer hin und her zwischen den beiden Polen der Zelle und positionieren auf diese Art und Weise andere Proteine, die dann hier einen Ring bilden und der Ring zieht sich dann zusammen. Und wie die das machen, wie die überhaupt dazu kommen, so hin und her zu oszillieren, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Das ist nämlich durch Selbstorganisation. Und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir die rausnehmen aus der Zelle und in einer ganz, ganz einfachen Umgebung, und das haben wir auf der linken Seite gemacht, das ist nämlich nur eine sozusagen Zellmembran, die Innenseite einer Bakterienzelle, ausgebreitet wie so ein Teppich. Und da haben wir diese Proteine drauf geworfen, haben sie markiert, dass sie verschiedene Farben haben und können jetzt sehen, dass was man in der Zelle als so eine Oszillation sieht, auf so einer Teppichmembran im Grunde wie so eine fortschreitende Welle ist. Und dass die das überhaupt können, dass so wie Wellenbewegungen über die Membran gehen, das liegt daran, dass sie Energie umsetzen können. Das heißt, die können die sogenannte zelluläre Energiewährung, das Benzin der Zelle, das sind ATP nennt sich das, hat vielleicht schon der ein oder andere gehört, das können die umsetzen. Und auf diese Art und Weise diese Muster produzieren, die dann sich über die Membran bewegen. Und auf die Art und Weise bewegen sie auch andere Moleküle dahin, wo sie sein müssen. Puh, ganz schön kompliziert. Das ist ganz schön kompliziert, ja.
Du hast uns noch mehr Videos mitgebracht. Das ist wie so ein Hypnose-Video irgendwie. Ja, ja, genau. Also was man jetzt hier sieht, und das ist sozusagen, um auf den Aha-Moment zurückzukommen, ja. Wir haben festgestellt, dass diese Proteine eben was ganz anderes auch noch machen. Dass diese Proteine, die da auf der Membran diese Muster machen, andere Moleküle, die überhaupt nicht in Bakterien vorkommen, die sind sogar, die kommen gar nicht mal in der Natur vor. Die haben wir uns einfach zusammengebaut und auf die Membran draufgelegt. Und das sind hier in Blau eingefärbt. Und man sieht jetzt, dass diese Grünen tatsächlich dazu führen, diese anderen wegzuwaschen. Das heißt, diese Proteine können was, die produzieren Muster auf der Membran mit Molekülen, die sie gar nicht kennen. Und das ist interessant, weil eigentlich jedes Protein, das die Zelle hat, hat eigentlich so was wie eine Funktion, für die es zuständig ist. Aber ganz offenbar haben diese Proteine noch mehr Funktionen, für die sie nicht zuständig sind. Aha, und dieser Überraschungsfund, dass die Proteine noch mehr Funktionen haben, als sie eigentlich benötigen, das war dein Aha-Moment? Ja, weil es gibt nämlich noch viel mehr, was die können. Vielleicht, hier kann man das nämlich sehen. Wenn die nämlich eingesperrt werden in sowas wie kleine Seifenblasen, oszillieren die Proteine nicht von Pol zu Pol, es gibt ja keinen Pol, sondern die gehen immer sozusagen zwischen der Lösung und der Membran hin und her. Und wenn man jetzt die Oberflächenspannung ein bisschen reduziert, dass die so ein bisschen weich und flabbelig werden, dann sieht man, dass die Bindung und die Oszillation dazu führt, dass die wirklich anfangen zu springen. Die hüpfen so, ja? Wie so ein Ball, und zwar von selber. Da macht niemand so, sondern das machen die wirklich von selber. Und das kann sogar dazu führen, wenn man jetzt ganz wabbelige Membranen hat, dass die sich wirklich teilen. Und diese Teilung, das ist tatsächlich was, dafür sind die nicht zuständig in der Bakterienzelle. Das sind andere zuständig. Aber sie können es trotzdem. Und das ist natürlich für uns hochinteressant, weil wir wollen es ja einfach haben. Das heißt, wenn wir nur die brauchen und die anderen nicht, wahrscheinlich wird es nicht ganz so einfach sein, aber man sieht sehr schön, die können sehr viel mehr. Ja. Und mit Leuten, die mehr können, kann man sozusagen, da braucht man weniger davon. Kann man denn diese Erkenntnis, dass die Proteine noch weitere Funktionen haben, die sie jetzt momentan eigentlich gar nicht brauchen, auf die Forschung, was die Entstehung des Lebens angeht, übertragen? Also die Entstehung vielleicht gar nicht mal so sehr, aber die Evolution ganz sicher. Wir verstehen Evolution so, dass sich irgendwas auf DNA-Ebene ändern muss, dass eine Mutation, genau, erfolgen soll. Und eigentlich, wenn das immer über die DNA gehen würde, dann würde es wahnsinnig lange dauern. Da müsste dann eine Basenmutation und dann müsste die Basenmutation irgendwie in der Funktion von einem bestimmten Protein ein bisschen was ändern. Aber dass man wirklich sich sehr schnell, oder dass wir das im Tierreich zu beobachten ist, dass sich wirklich eine schnelle Adaption auf Umgebungsbedingungen zu beobachten ist, das kann man da nicht so gut mit erklären. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass Proteine gar nicht nur eine Funktion haben, sondern vielleicht ganz viele verschiedene, die wir nicht sehen, die nicht beschrieben sind, aber die haben mehr drauf, als man denkt, dann kann man vielleicht verstehen, dass Evolution vielleicht auch auf Ebene der Proteine erfolgen kann. Ein sehr, sehr spannender Fund, den ihr da gemacht habt. Das heißt, dein Aha-Moment, dass eben Proteine noch andere Funktionen haben, könnte ein neuer Ansatz für die Evolution sein. Könnte es sein, ja. Muss man natürlich prüfen. Das ist nur eine Hypothese im Moment, aber es ist eine sehr interessante Hypothese. Und für uns ist es natürlich ganz toll, dass die mehr können, denn für uns wird es dann einfacher. Vielen, vielen Dank, Petra, dass du deinen Aha-Moment mit uns geteilt hast. Das war wirklich sehr spannend, was du uns hier berichtet hast. Das freut mich. Ja, für uns ist auch spannend. Und wir sehen uns beim nächsten Aha-Moment wieder, der ein ganz anderes Thema behandelt, aber bestimmt genauso spannend ist. Servus.